So, weiter geht's. Was? Ist das jetzt ein Koloss? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist ein Meteor-Koloss. Der ist auch ziemlich groß. Hier ist noch ein normaler Dämon irgendwo. Irgendwo im Schatten. Oh, es hat ihn gerade geladen. Und die Musik. Musik hat es auch geladen. Okay, stirb. Gut, der war jetzt kein Problem. Ich dachte irgendwann, ich müsste gegen die Kolosse kämpfen, aber ich glaube, gegen die hätte ich absolut keine Chance. So, jetzt bin ich irgendwie auf normalem Festland. Und hier gibt es ein Bett, falls ich Leben brauche und mich heilen will und sowas. Jetzt ist 8.48 Uhr, theoretisch könnte ich sogar schlafen gehen. Da ist einfach nichts drin. Warum sind in diesen scheiß Truhen nichts drin? Sind nichts drin. So, hier kann ich tatsächlich schlafen, das mache ich jetzt einfach mal. So. Wieder so ein verdammter Scheißtag. Ja, du bist irgendwo in einer anderen Dimension. In so einer total abgedrehten Dimension, voll mit Dämonen. Was willst du da erwarten? Natürlich ist es hier ein Scheißtag. Oh Mann. Und die Musik wird so laut. Dabei habe ich sie voll weit runtergestellt. Okay. Oh mein Gott, da ist irgendwie ein Koloss in der Brücke. Vielleicht muss ich den doch noch töten. Oh. Oh, hallo Koloss. Oh Mann, wieso fall ich da... Ja, natürlich wollte ich auf neues Spiel klicken. Wieso? Wieso sollte ich auch nicht auf neues Spiel klicken wollen? Och Mann. Mann, Mann, hör auf. So. Ja, guck mal, meine tolle Ausrüstung. Ich habe nicht mal einen Hut. Ja, an diese Ausrüstung mit den Meteorrüstungen und Helmen und so gewöhnt man sich ziemlich schnell, finde ich. Naja, okay, jetzt gehen wir einfach mal da hoch und diesmal ein bisschen vorsichtiger. Oh mein Gott, alles laggt. Was sehe ich denn da? Ach so, das ist einfach nur ein bisschen hier. Oh, hallo. Autsch! Jetzt stirb doch! So, fahr zur Hölle. Zum Glück haben die nichts dabei, sonst müsste ich mich hier noch ewig damit... Hier, oh Mann, Musik, hör auf abzuspacken. Sonst müsste ich hier ewig noch Sachen ausnehmen und so. Wo muss ich eigentlich lang? Ich folge einfach mal diesem Weg. Oh Mann, wieso bist du so groß? Oh, da ist eine... Nee. Oh fuck, was hat sich jetzt... Wieso bin ich jetzt klein? Ich bin jetzt winzig. Seht ihr das? Ich bin winzig. Ich wurde gerade klein gemacht, damit ich jetzt hier durchpassen. Jetzt bin ich winzig. Jetzt kann ich auch da durch. Oh nein, da ist ein Mini-Dämon. Meteorzwerg, oh wie süß. Und meine Waffe ist immer noch so groß. Und meine Flammen um mich rum auch. Meine Waffe ist immer noch so riesig. Und eine extreme Reichweite. Oh mein Gott. Jetzt geht der kranke Part los. Das, also nein, er hat schon lange angefangen. Aber das hier ist ja wirklich... Da komme ich nicht mal hoch. Oh mein Gott, wo kommst du denn jetzt her? Noch so ein Meteorzwerg. Komm her, ich töte dich. Auch wenn ich genauso klein bin wie du. Stell dir mal vor, ich wäre normal groß und die Viecher wären alle winzig. Die würden ja nichts aushalten, theoretisch. Aber jetzt hier, wo ich klein bin, kann ich die nur so nach und nach hier so... Ach, egal. Was sollen diese Lichtdinger? Schon wieder schreie. Und da ist ein Buch. Was ist das denn hier, Mann? Ach du Kacke. Das ist alles total abgedreht. Hier, was ist das? Eine... Ah ja, genau, das brauche ich sogar. Das brauche ich. Gib mir das her. Ich bringe da einfach mal hoch. Magische Robe, genau, die werde ich gleich anziehen müssen. Und ein Rasiermesser. Warum? Das brauche ich aber nicht. Rasiermesser brauche ich nicht, das ist nur so zum Spaß. Kann ich da mal hochspringen? Danke, kann ich nicht. Na gut. Da sind auch wieder so geile Schwerter drin und da wurden die Roben erstochen. Und da ist auch so ein Typ wie ich gewesen. Er hat sich einfach hier hingesetzt und ist dann gestorben. Ah, da geht's hoch. Okay, da ist eine Treppe. Aber erst will ich noch hier schnell gucken. Hier gibt's nämlich nochmal eine Robe. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Alter, hier wurden jede Menge Geister durch oder sowas. Glaube ich zumindest. Oh, ein Amulett. Schön, ich habe noch gar kein Amulett. Legen wir das doch gleich mal an. Was ist das für ein Amulett? Ich müsste doch hier sein, oder? Nee, wo ist denn das? Gibt's... Ach so, ich bin ja in Gothic 1, nicht in Gothic 2. Hier gibt's eigentlich gar keine Amulette. Warum habe ich das dann gekriegt? Wo ist denn das Amulett? Ach doch, hier, Artefakte. Ich bin total dumm. Ja, okay, Mana-Bonus plus 10. Ich habe jetzt schon 27. Schön, schön. Das wird auch eine Weile reichen. Ich brauche es ja überhaupt nicht. So rum. Und da muss ich hoch. Da sind Hocker. Das sind einfach Hocker. An denen kann ich hochklettern. Das ist doch sinnlos. Das ist doch total schlimm hier. Ups. So. Jetzt sollten wir mal ein bisschen vorsichtiger sein, aber die Robe müssen wir nachher noch anlegen. Ihr werdet nachher sehen, warum. Aber jetzt gerade will ich einfach nur vorsichtig hier hoch. Da will ich die Robe noch nicht anlegen. Mit der ist es nämlich noch schwieriger, hier hochzukommen, glaube ich. Ich höre schon wieder ein Viech. Ich habe wohl einen Dämon vergessen. Oder der ist von draußen. Kann auch sein. Vielleicht ist es auch nur so ein... Ja. Das wäre der Grund gewesen, warum ich die Robe hier anziehen sollte. Denn die Robe lässt mich fliegen.
Ihr kennt ja schon diese Flugfähigkeit. So, jetzt fliege ich einfach hier hoch und wenn ich wieder runterfalle, ist auch egal. Na gut, deshalb wollte ich die Robe nicht anziehen, weil es hier irgendwie abbackt. Ein bisschen ab und zu. Aber es geht schon. Komm schon. Ja, sehr schön. Ja, das hier ist die Feuermagierrobe. Oh, beinahe wäre ich runtergefallen. Ich sollte mal lieber speichern, bevor ich hier doch echt noch runterstürze. Übrigens, nach diesem Part werde ich erstmal wieder pausieren müssen. Also mal sehen, wie weit ich komme. Schlüssel für den Meteorturm. Ich weiß auch nicht, wo ich damit hin muss. Kann ich da jetzt runterfallen, ohne dass es mir Leben zieht? Ich weiß es gerade nicht. Aber den Schlüssel habe ich. Was der mir bringt, kann ich noch nicht sagen. Autsch. Na gut, viel Leben habe ich jetzt nicht. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich liege gerade praktisch da, aber ich liege gar nicht wirklich. Ich springe jetzt einfach runter zu den Dingern hier. So. Und von hier springe ich einfach... Ja, okay. Lieber nicht. So, jetzt kann ich hier runter. Ah ja, locker. So, jetzt sollte ich mal wieder diese Robe ausziehen. So, dankeschön. Und jetzt habe ich irgendwie einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo komme ich damit rein? Ich glaube, da war noch irgendeine Tür, die ich einfach übersehen habe. Oh, ich bin wieder groß. Oh mein Gott! Scheiße, ich kann ihn da nicht besiegen ohne meine Klaue. Leck mich. Jetzt muss ich schon wieder so ewig gegen so einen dummen Geist kämpfen. Ich hasse diese Geister hier. Ja, toll. Ich hoffe, hier gibt es nicht noch einen, sonst muss ich gegen den auch noch kämpfen. Ja, ich krieg dich schon platt, keine Sorge, ja. Die scheiß Kralle kratzt mich aber ein bisschen an. Es dauert nämlich so ewig mit der. Ich will lieber wieder mein cooles Schwert, mein übermächtiges Schwert anlegen. Ich gehe nachher übrigens nochmal in die normale Welt mit dem Schwert und mache alles kalt. Was machst du denn da oben jetzt? Und dann kämpfe ich mal gegen normale Gegner und schau mal, wie mächtig die Waffe gegen die ist. Weil die Waffe kann ich ja sogar perfekt führen. Es lacht mich schon wieder so schwul. So, jetzt wieder meine tolle Klinge anlegen. Und dann lesen wir noch diesen Ständer, was? Diesen Bücherständer meine ich damit. Achso, ich hatte gerade was gelesen. Achso, das war wahrscheinlich der Meteorzwerg hier. So, was ist das hier? Oh, es brennt. Gehen wir lieber wieder weg. Was zur Hölle? Warum brennt das jetzt einfach? So, okay, weiter geht's. Hier war eine Tür. Ja, ich wusste es. Die kann ich aber nur aufmachen, wenn ich groß bin. Und die kann ich irgendwie auch nur sehen, wenn ich groß bin. Ich bin nämlich sonst zu blind. So. Alle Tür. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da sind noch mehr Türen. Was ist das hier? Okay, okay, da ist gar nichts. Aber hier ist wieder eine Tür. Da kann ich durch. Hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel. Oh, cool. Eine Leiter. Ich hasse Leiter. Aber was soll's. Klettern wir halt mal ganz hoch. Ach ja, das ist, glaube ich, wieder eine so von diesen Stellen, wo ich überhaupt nicht durchgeblickt habe damals. Da gibt es nämlich jetzt mehrere Türen. Ich muss die richtige betätigen. Ja, eigentlich ist es, glaube ich, egal. Ich weiß es gerade gar nicht. Da vorne gibt es auch mehrere Türen. Also hier komme ich auf jeden Fall durch. Das habe ich gerade schon gesehen. Und jetzt betätigen wir einfach mal die erste. Und hoffen, dass es die richtige ist. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich da wieder hochkrabbeln oder was? Ja, ich glaube schon. Okay, dann war das die falsche. Vielleicht muss ich aber auch alle öffnen. Ich lade auf jeden Fall nochmal und betätige die anderen. Die da? Jetzt bin ich woanders. Oh. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt sehr doof. Ich komme hier nicht raus. Ich kann hier nicht raus. Es ist unmöglich. Ich kann hier nicht mehr rauskommen. Ich wurde hier einfach eingesperrt, weil die Leute so assi sind. Und mich hier einfach einsperren. Was passiert hier? Ich bin schon wieder groß und ich bin schon wieder hier. Ja, okay. Das ist ja... Ich muss den Linken betätigen, aber ich muss vorher irgendwie klein werden. Und es ist nicht mit diesem Zwergentrank. Okay, ich betätige jetzt einfach alle und den Linken am Schluss. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Ich hoffe es zumindest. Oh Mann, warum ist das hier so alles so abgedreht? Und wenn es nicht stimmt, dann muss ich mir was überlegen. Vielleicht muss ich ja hier irgendwie klein werden. Aber egal, ich glaube nicht, dass diese Türen hier irgendetwas ausmachen. So, jetzt betätigen wir die rechte Tür. Ich kann ihn mehr öffnen. Aber die linke müsste ich jetzt öffnen können. Müsste ich noch öffnen können. Ja, die geht noch. Bin ich jetzt klein? Ich bin schon wieder mit groß hier drin. Ich will klein werden. Oh, jetzt bin ich klein. Diesmal hat es geklappt. Und ich bin im Sprintmodus, damit es nicht so ewig geht, weil jetzt bin ich ein Winzling. Genau wie die Meteo. Oh nein, ist abgestürzt. Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich befinde mich jetzt wieder hier. Ich bin jetzt ein Winzling und ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ich kann auf jeden Fall noch diesen Part und danach noch mindestens einen Part aufnehmen. Hoffentlich stürze ich ihn nochmal ab. Alter, mein Riesenschwert. Okay, es scheint zu funktionieren. Oh mein Gott, jetzt dreht hier nicht alle gleich durch. Naja, die ziehen mir ja eh nicht so viel, weil ich hier übermächtig bin mit dieser Ausrüstung.
Zack. Mein Schwert ist so groß, obwohl es gar nicht so weit reichen sollte. Witzig. Okay, erledigt. Jetzt sofort zur Hölle. So, alle drei erledigt. Gut, es hat funktioniert. Ich lebe noch und das Spiel läuft noch und so. Okay. Ich höre schon wieder Schreie. Das gefällt mir nicht. So, da geht's auf jeden Fall hoch. Das habe ich schon gesehen. Ich bin so klein, dass es hier ewig dauert. Da geht's auch durch. Aber das sollte ich, glaube ich, noch nicht hin. Erstmal sollte ich da hoch. Wenn ich es heute noch schaffe. Ich renne es erstmal eine Stunde. Ja, okay, gut. Es geht einfach ewig und ich bin im Sprintmodus und trotzdem bin ich so lahmarschig. Das ist ja echt heftig. So, weil ich eben so klein bin. So richtig winzig. Ich bin ja Winzling. Genau wie die Meteos. Die Meteodämonen hier. Okay. Deshalb ist das hier einfach nur krank und daher spackt es ein bisschen ab. Okay, da hinten dürfte noch was sein. Irgendwo hier hinten sollte noch ein Schlüssel sein, bestimmt. Bestimmt muss ich da wieder durch so eine Tür, die dann später mich irgendwo hinführt. Also wie gesagt, das reicht nach diesem Part auf jeden Fall nochmal für einen Part, wovon ich nicht ausgegangen bin, aber irgendwie frisst es in der Meteodimension hier nicht so viel Speicherplatz. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Aber wie gesagt, mit dem Vorsichtsmodus, wie ich schon oft gesagt habe, kostet das echt extrem viel. Oh mein Gott, jetzt pass mal auf. Was ist das hier für ein Level? Da ist ein Schlüssel. Fickt euch, aber ich bin diesmal nicht erschrocken. Lasst mich jetzt durch. Ja, gut. Völlig bescheuert, ey. Ich bin nicht erschrocken, haha. Oh Gott sei Dank bin ich nicht erschrocken. Ich glaube, ich wäre hier fast vom Stuhl gefallen, wenn ich jetzt hier erschrocken wäre. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, aber irgendwie habe ich gedacht, dass da irgendwas sein muss wegen diesem roten Streifen da mitten auf dem Balken. Die wollen mich ja einfach nur nerven. Die Entwickler wollen den Spieler einfach fertig machen in dem Spiel. Irgendwie. Sowohl geistig als auch, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Reicht ein Sturz aus dieser Höhe, um mich umzubringen? okay, probieren wir es aus. Es wird wohl reichen. Oh, nichts passiert. Lustig, dankeschön. Okay, dann rennen wir jetzt noch durch dieses Loch, aber dieser Part hier muss jetzt auch schon wieder gleich beendet werden. Und dann kommt der nächste. Und im nächsten sehen wir dann, wie es weitergeht. Oh, ich bin schon wieder groß. Okay, hier müssten wir jetzt noch eine Tür haben. Ja, gut, die Tür öffne ich im nächsten Part und ich werde jetzt genau hier wieder schneiden und zwar jetzt.